Ja, weil ich habe ja nicht schon keinen kein Bock mehr auf die Challenge. Das sieht richtig gruselig aus. Hey Leute! Was? Hallo! Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal und Hagi Wagi! Ja, komm mal bitte weg. Ja, wir sind heute hier ein bisschen woanders. Wir sind heute hier im Keller bei uns. Sieht alles hier ein bisschen dunkel und gruselig aus. Ja. Und das soll es auch so sein, denn was zocken wir heute hier? Was machen wir heute hier? Ich hab keine Ahnung, was wir heute machen. Wir spielen heute wieder Last to Leave Keller. Also, wer als letztes den Keller verliert, Last to Leave Keller heißt halt so. Wer als letztes also den Keller verlässt, hat gewonnen. Warum Hagi Wagi? Er spielt mit. Ja, bei dir kann er gerne mitspielen. Nein, also jetzt nochmal in Ruhe. Also, wir werden heute jetzt uns hier gleich verteilen, uns verstecken und versuchen uns die ganze Zeit zu nerven, zu erschrecken und so weiter. Geht, glaube ich, ganz gut hier in diesem Keller. Und die Person, die als erstes abhaut, hat halt verloren. So, los geht's. Ich hab ja nicht schon keinen Bock mehr auf die Challenge. Geh weg. Wirklich, ich habe jetzt hier keinen Bock, den ganzen Tag drin zu verbringen, ne? Vor allem nicht mit den beiden. Die steht einfach nur so. Hallo. Ich habe schon gesagt, denn ich hab überlegt, wie ich dich rauskicken kann. Und eventuell... Was willst du denn damit machen? Lass mal. Okay. Ja, ja. Ich gehe da mal. Ich gehe dann auch mal. Ja, geht mal weg. Also ich habe keine Ahnung, was dieses Video schon wieder soll, um ehrlich zu sein. Aber ich gehe jetzt einfach mal hier hin, wo es ein bisschen heller wird, weil es mir ein bisschen zu gruselig hier. Ich weiß nicht, wo die Augen jetzt sind. Aber ja, mal schauen. Ich meine, ich kann mich in irgendeine Ecke einfach hinsetzen und da einfach bleiben. Dann habe ich gewonnen. Easy. Also, most easiest challenge ever. Ever and ever and ever. Wo kann ich denn hin? Okay, jetzt muss ich gucken, wo ich hin kann. Dass mich keiner sieht. Ich fühle mich halt wie in so einem Labyrinth gerade. Warte mal, hier könnte ich rein. Seht ihr das? Da. Hier, und jetzt hocke ich mich hier so hin in diese Ecke. Ja, ich glaube, hier sollte mich erstmal keiner finden. Also, ich muss sie irgendwie erschrecken. Wir haben hier nicht so viele Requisiten und die Wasserpistole hat Claudio. Ich muss sie also irgendwie erschrecken, bis sie dann irgendwann von alleine gehen. Claudio wird schwierig. Ich glaube, Ellie packen wir relativ schnell. Wenn man die ein paar Mal erschreckt, dann haut die ab. 100 Pro. Also, es ist halt schon wirklich einiges an Zeit vergangen und ich hocke halt hier immer noch. Okay, jetzt habe ich was gehört. Weil ich frage mich halt, wo die Jungs sind. Und ob jetzt eigentlich René sucht. Hier. René hat mich gefunden. Hallo. Toll. René hat mich. Guck mal, wo die anderen Leute hier sind. Also Ellie war gerade hier rechts. Was hast du hier, ey? Ich habe mich hier in der Ecke versteckt. Ey, man kann hier wirklich, das ist hier einfach ein Labyrinth, ne? Ich glaube, wo warst du?
Du hast mich ja eben schon gefunden. Ja, ich habe gerade Ellie einmal erschreckt, das war hier und dann sitzt er hier auf einmal in der Ecke. Hagi Mami. Hagi Mami. Hagi. Ich muss hier weg. Boah, ich habe gar keinen Bock. Der will ja auch gar nicht weg. Wir können auch die Challenge gar nicht gewinnen, weil der will ja gar nicht weg, ne? Nee, das ist für ihn einfach Wunschvorstellung. Wie findest du? Ja, dann mache ich das auch mal, ne? Ja. Was denn? Ich habe mich halt wirklich erschrocken. Was soll das? Wirklich. So, Freunde. Ich laufe hier gerade ein bisschen rum und ich habe die beiden aus den Augen verloren. Ich glaube, das Erschrecken, das ständige Rumlaufen war doch nicht so clever, weil irgendwie habe ich die beiden aus den Augen verloren. Ich frage mich, wo die beiden sind tatsächlich. Ich sehe die ganze Zeit nicht. Ich habe die auch schon lange nicht gesehen. Vielleicht wollen die beide mich erschrecken jetzt. Ich geh jetzt. Ich hab mich jetzt. Ein bisschen versteckt. Ich muss aber die Kamera abbiegen, wird auch mal zeigen. Wir gehen mal nach drüben. Oh, hier war ich noch gar nicht. Boah, das sieht richtig gruselig aus. Was machst du denn hier? Hey, vor allem, habt ihr das geplant? Weil sie hat eben Wurf gemacht und dann bist du rausgesprungen. Was? Das war überhaupt nicht geplant. Vielleicht geplant, vielleicht war es nicht geplant. Boah, ich war nicht geplant, aber bist du blind? Ich stand da halt und ist einfach schnurstracks an mir vorbei. Hey, ich hab noch gewunken. Ich so, hä, hallo? Hey, warte. Das ist safe auf der Kamera drauf. Ich wink noch so, du gehst einfach aber so, wo sind denn alle? Und so, warst du in diesem Gang? Ja, doch. Nein. Doch, du bist halt einfach so vorbeigegangen, so, Eigentlich nicht. Eigentlich hab ich nicht mal nach hinten geguckt. Eigentlich hab ich immer überall hingeguckt. Hast du nicht? Ja. Hast du nicht? Ja, Freunde. Oh, was macht der denn hier? Ja, okay, hier nimm Ellie. Ja. Da ist er weg. Hä, guck mal, er geht jetzt. Tschüss. Hä? Der hat jetzt einfach so aufgegeben. Aber warum so random, so for no reason, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ohne nicht mal was zu sagen, ne? Nee. Ja, okay. Oder er holt jetzt irgendwas und kommt wieder, weil er eh schon verloren, das zählt ja nicht mehr, ne? Der kann jetzt auch zurückkommen, aber der hat verloren. Ja, stimmt. Für dich ist schon mal vorbei. Okay. Jetzt gibt's nur noch hier. Ja, jetzt ist Finale, Ellie, ne? Last to leave, ja. Finale. Was machst du? Was machst du jetzt hier? Bleib hier fern. Du, da musst. Ja, aber du musst. Ja, ich spritze dich trotzdem ab. Raus! 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 Ja. Okay, gut. Okay. Tja, das wird jetzt nicht lustig für dich, ne? Weil ich hab weiterhin die Wasserpistole. Ja. Aber. Eine Wasserpistole. Wir lassen das hier nochmal ein bisschen weitergehen. Ja. Okay. Ja, keine Ahnung, wie lange das jetzt noch hier so gehen soll. Und René denkt jetzt, er kann mich mit seiner ollen Wasserpistole und mit seinem Hagiwagi jetzt hier irgendwie raus. Junge! Was war das? Was sollte das? Ich glaube, ihr habt es nicht gesehen, aber er hat mich gerade nass gespritzt aus so einer Ecke da hinten. Ich hau jetzt einfach ab. Denn wenn er mich nicht findet, dann kann er mich ja auch nicht nass spritzen, meine Güte. Okay. Also ich brauche jetzt ein viel, viel besseres Versteck als vorhin. Er darf mich einfach nicht finden. Hallo! Ich hatte eigentlich vor, dich zu erschrecken, aber. Hat nicht geklappt. Ich wollte dich auch erschrecken. Ja, hat auch nicht geklappt. Nee, du bist ja. Dann geh ich mal wieder, ne? Harmlos unterwegs, ja, geh du mal.
Hm, ich dachte, jetzt wird er mich erschrecken mit der Wasserpistole, aber... Kenn ich immer noch! Nein! Ich weiß halt nicht, wie lange ich noch gehen soll. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit mitgebracht. Ja, das ist schön. Wisst ihr was, Leute? Ich mache jetzt einen Prank. Weil ich habe selber keinen Bock mehr jetzt. Hallo? Schlecht. Also Leute, was ich so, warte, ist der weg? Ja. Was ich sagen wollte, ich habe selber keinen Bock mehr, hier noch weiter rumzuölen im Keller. Das heißt, ich verschwinde jetzt einfach. Ich habe dann zwar verloren, aber das ist mir egal. Ich lasse René in dem Glauben, ich sei noch hier. Und dann wird er mich halt die ganze Zeit suchen. Das wird witzig, er wird mich die ganze Zeit suchen, mich erschrecken wollen. Viel Spaß dabei. Okay, die Luft ist rein. So. Ja, so, die Luft ist rein. Ich bin jetzt abgehauen, wie man sieht. Und ganz ehrlich, René kann jetzt noch weiter suchen, das ist mir egal. Er wird mich ja nicht finden und er wird denken, dass ich ein richtig gutes Versteck habe. Ja, viel Spaß dabei. Ich guck mal, wo Claudio ist. Nee. Komm. Claudio. Hast du aufgegeben? Ja, ich hatte. Aber, also ich habe aufgegeben, aber René weiß das nicht. Ich bin da draußen, Ich habe mich rausgeschlichen. René, keine Ahnung, wo der ist. Und der wird jetzt safe. Also der wird das jetzt nicht mitbekommen, der wird jetzt in der Glauben sein, ich bin noch da drin. Der wird sich jetzt dumm und dämlich suchen. Weißt du was? Wir gehen einfach noch rum und chillen und der zu ja, der Glauben. Ich habe auch keinen Bock mehr. Der sucht sich jetzt dumm und dämlich, der weiß halt wirklich nicht, dass ich gegangen bin. Tatsächlich. Oder bleib vor der Tür, warten einfach auf den. Das. Wir können ja einen Kaffee trinken in der Zeit. Ja, genau, komm, trinken Kaffee. Ja, René macht das schon. Ich versuche die ganze Zeit jetzt Ellie zu finden. Aber die ist einfach weg. Also entweder die hat sich jetzt schon seit 10 Stunden irgendwo versteckt. Oder die ist weg. Keine Ahnung.